Blizzard Entertainment präsentiert Das Grabmal des Sargeras, die Vorgeschichte von World of Warcraft, Legion. Das Grabmal des Sargeras von Robert Brooks. Teil 4. Auf sich gestellt. Khadgar richtete sich langsam auf. Er zitterte. Jeder Zoll seines Körpers schmerzte. Splitter aus schmelzendem Eis glitten von ihm ab und klirrten zu Boden. Fühlte sich so der Tod an? Die betäubende Kälte? Das Elend des völligen Versagens? Der Korridor war finster. Geistesabwesend beschwor Khadgar eine Lichtkugel, die die Wand aus gestürzten Felsen offenbarte, wo sich einst ein Durchgang befunden hatte. Gul'dan war auf der anderen Seite und hielt die Macht in den Händen, Azeroth in eine Apokalypse zu zerren. Khadgar schob sein Entsetzen beiseite. Noch hatte Gul'dan der Legion nicht die Tore geöffnet. Vielleicht hatte der Geschichtsunterricht des Erzmagiers Wirkung gezeigt. Er beschwor einen weiteren arkanen Keil und rammte ihn gegen den Steinhaufen, um ihn langsam abzutragen. Es gab noch Hoffnung. Es würde immer Hoffnung geben. Das musste er glauben. Kil'jaeden war still. Gul'dan war es nicht. »Ich glaube nicht, dass Khadgar gelogen hat«, sagte der Ork. Er war ruhig. Die Garn auf Draenor waren auch ruhig, bevor sie ihre Beute verschlangen. Der andere Gul'dan, er ist hier von der Legion getötet worden, richtig?« »Ja.« »Das ist er.« Gul'dan senkte den Kopf. »Also, die brennende Legion hält sich nicht an ihre Abmachungen.« Mit dieser Macht brauchte er die Legion nicht. Er könnte Azeroth allein einnehmen und auf alle, die sich widersetzten, Feuer regnen lassen. Khadgar würde sein erstes Opfer sein. Aber Feuer wäre ein zu ruhmreiches Ende für ihn. Der andere Gul'dan hatte diese Insel aus dem Meer gehoben. Es wäre wohl passend, sie wieder versinken zu lassen. Wie lange könnte ein Erzmagier wohl unter Wasser überleben? Es wäre amüsant, das herauszufinden. »Ein Teil von mir hat immer geglaubt, dass unser Pakt nicht von Dauer sein würde«, sagte er. »Weil ihr ein Narr seid, damals wie heute.« In Kil'jaedens Worten hallte Missfallen wieder. Gul'dan lachte. »Immerhin ein vorgewarnter Narr«, sagte er. Aber Kil'jaeden war noch nicht fertig. »Ich war dabei, als ihr euch an uns gebunden habt. Sinnloser Ehrgeiz hat schon immer euren Geist vergiftet, Gul'dan.« Wut durchbrach Gul'dans Zufriedenheit. »Sinnlos?« Er nutzte seine neue Stärke, um durch seine Verbindung mit Kil'jaeden nach ihm zu greifen. Er sah das Gesicht des Eredar. »Ihr hattet von Anfang an vor, mich loszuwerden!« Kil'jaedens lodernde Augen erwiderten Gul'dans Blick, ohne mit der Wimper zu zucken. »Nein, Gul'dan. Wir führen die Schwachen mit Tand und vergänglichen Belohnungen in Versuchung. Euch haben wir viel, viel mehr versprochen.« Gul'dan feixte. »Ein dickerer Köder für einen größeren Fisch. Und doch hättet ihr mich ausgenommen.« »Ihr seid gestorben, weil ihr uns verraten habt. Ihr solltet meiner Horde helfen, allen Widerstand auf dieser Welt auszulöschen. Und doch habt ihr sie im Moment der Wahrheit im Stich gelassen. Ihr habt ihre Armeen aufgespalten, um diesen Ort zu erobern. Unsere Pläne waren erfolglos. Ihr habt euer Schicksal verdient.« »Das war nicht ich«, brüllte Gul'dan. »Der Verrat liegt in eurer Natur. Ich habe euch am Kragen gepackt und hergeschleift, weil ihr noch immer zu närrisch seid, um euer wahres Potenzial zu erkennen. Selbst jetzt glaubt ihr, dass die Macht, über die ihr verfügt, von Bedeutung ist. Euch fehlt der Weitblick.«
Kil'jaeden hatte auf einem gigantischen Thron aus Metall und poliertem Kristall gesessen. Schichten aus Materialien, die Gul'dan nie zuvor gesehen hatte. Jetzt erhob er sich. Gul'dans geschärfte Sinne gewährten ihm einen Blick auf eine andere Welt. Sie hatte einen Duft, sie hatte Schwere. Er fragte sich, wie dieses Land wohl hieß. Er fragte sich, ob er es je besuchen würde. Was wäre wohl nötig, solch einen Ort zu erobern? Ich hatte gehofft, dass ihr nicht so kurzsichtig wärt wie euer anderes Ich. Vielleicht seid ihr das nicht. Ich fürchte, ich muss euch erneut enttäuschen, Meister, sagte Gul'dan. Ich sehe keinen Grund, meinen sinnlosen Ehrgeiz zu überwinden. Es war hoffnungslos. Mit dem Keil würde Khadgar Tage brauchen, um wieder in die Kammer zu gelangen. Vielleicht blieben ihm nur Sekunden, um Gul'dan aufzuhalten. Der Steinhaufen nahm kein Ende. Vielleicht gab es einen besseren Angriffspunkt. Eine Stelle, an der die Wände nicht so dick waren. Eine Stelle, an der der Boden dünner war. Egal was. Vielleicht sollte er mehr Arkan-Elementare beschwören. Nein, sie waren nicht stark genug. Khadgars Gedanken ließen nicht zu, dass er sich auf das Hier und Jetzt konzentrierte. Wie wird Azeroths Ende wohl aussehen? Wie viel davon wird brennen? Wie viele seiner Bewohner werden versklavt werden? Wie viele seiner Verteidiger werden der Verderbnis zum Opfer fallen, statt zu sterben? Wie viele weitere Welten werden sie im Namen der Legion erobern? Dann änderte eine Stimme alles. Ihr scheint so gut voranzukommen, wie ich erwartet hatte, Erzmagier. Khadgar drehte sich nicht um. Er wollte sich seine Erleichterung nicht anmerken lassen. Wie schön, dass wir genug Lärm gemacht haben, um eure Aufmerksamkeit zu erregen. Gibt es eine Stelle, an der wir durchbrechen können? Eine, an der weniger Felsen zwischen ihm und uns liegen? Maiev Schattensang trat an seine Seite und betrachtete die Mauer aus Geröll. Wir können eine finden. Ist Gul'dan allein? Diese Frage war seltsam schwer zu beantworten. Sagen wir der Einfachheit halber ja. Uns bleibt nicht viel Zeit. Natürlich nicht, sagte sie. Maiev. Khadgars Stimme war düster. Sie war zurückgekommen, also verdiente sie gewarnt zu werden. Ich habe versagt. Sie sah ihn ausdruckslos an. Und? Ihr und ich können ihn jetzt nicht aufhalten. Ihr scheint mir nicht davon zu laufen. Nun, das konnte er nicht bestreiten. Das wäre also geklärt, sagte Khadgar. Hier entlang. Sie führte ihn in den östlichen Tunnel. Kil'jaeden lehnte sich vor. Die Luft schien zu beben. Von Anfang an habt ihr geglaubt, dass ihr zu großer Macht bestimmt wärt. Das seid ihr auch. Ihr habt auch geglaubt, es wäre euch bestimmt, euer eigener Herr zu sein. In seinen nächsten Worten donnerte Endgültigkeit. Das wird nie geschehen. Nein, flüsterte Gul'dan. Unter den momentanen Umständen. Jede Kreatur dient einem Herrn, selbst ich. Das ist eines jeden Wahl. Einem anderen dienen oder einsam sterben. Gul'dan blieb ungerührt. Vielleicht werdet ihr eines Tages vor mir knien, Betrüger, sagte er. Wie weit könnt ihr gehen? Über wie viele Welten könnt ihr herrschen? Die Macht, über die ihr verfügt, wird nicht ewig halten. Ihr seid ein Nichts im Angesicht der Legion. Wir werden sehen. Dienstbarkeit ist keine Gefangenschaft. Ihr werdet mir dienen. Andere werden euch dienen. Stellt euch vor, Herr über so viele zu sein. Stellt euch die Heere der Legion unter euren Befehl vor. Stellt euch vor, was ihr für uns niederbrennen werdet. Gul'dan betrachtete Kil'jaeden, all seine Macht, all seine Raserei.
Und doch kann er mir keinen Gehorsam mehr aufzwingen, dachte er. Ich brauche seine leeren Versprechen nicht. Kil'jaeden schien zu spüren, wie die Kluft zwischen ihnen tiefer wurde. Genug, Gul'dan. Trefft eure Wahl. Ihr könnt eure Treue beweisen. Gebt eure Macht dem Portal zurück und der Weg wird sich öffnen. Oder ihr verratet uns ein weiteres Mal. Das Einzige, was euch Trost spenden wird, bevor wir euch vernichten, werden sinnlose Racheakte an unbedeutenden Sterblichen sein. Der Eredar teilte ihm einen letzten Gedanken mit. Eins müsst ihr wissen. Ihr könnt mich Betrüger nennen, aber ich habe euch nie belogen. Kein einziges Mal. Nicht in dieser Welt und nicht in eurer. Mit diesen Worten schob Kil'jaeden Gul'dans Geist von sich. Die Kammer war still und Gul'dan war endlich allein. Kil'jaeden war in weiter Ferne. Nur leichte Erschütterungen störten die Ruhe. Khadgar versuchte, sich wieder ins Innere zu graben, ein sinnloses Unterfangen. Was die brennende Legion anging, die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Gul'dans Zeit der Knechtschaft war beendet. Nichts konnte ihn aufhalten. Er würde keinen Meister haben. Der Schatten eines Zweifels fraß sich in seine Magengrube. Er verzog das Gesicht und wartete darauf, dass die Macht, die durch seine Adern floss, ihn schmelzen würde. Es geschah nicht. Gul'dan wurde verärgert. Vielleicht war dies eine sterbliche Schwäche, die unüberwindlich blieb, Selbstzweifel. Er hatte überragendes Vertrauen in die Stärke, über die er verfügte. Woher kam diese Unsicherheit? Der Boden bebte erneut. Khadgar. Und er war nicht mehr allein. Gul'dan konnte auch Marjevs Schattensang spüren. Sie war zurückgekommen. Das hatte er nicht erwartet. Als Gul'dan sie beobachtet hatte, war ihm die Feindseligkeit zwischen ihnen aufgefallen. Sie hatten sie verstörend schnell beiseite gelegt. Jetzt arbeiteten sie zusammen. Sie wollten also einbrechen? Wunderbar. Sollten sie sich doch in den Tod stürzen. Sie umzubringen, würde Gul'dan auf angenehme Art den Kopf frei machen. Und dann wäre niemand mehr auf Azeroth, der sich Gul'dan entgegenstellen konnte. Nur... Da war der Zweifel. Khadgar war zweifelsfrei besiegt worden und doch gab er nicht auf. Schattensang war die reine Anwesenheit des Erzmagiers zuwider, doch sie setzte ihr Leben aufs Spiel, um ihm zu helfen. Das waren nur zwei. Es gab noch andere. Diese anderen... Gemeinsam hatten sie sich der eisernen Horde gestellt und gesiegt. Gemeinsam hatten sie sich in die Schlacht gegen die verderbte Horde gestürzt. Sie waren in Gul'dans Festung eingedrungen und hatten sie in Stücke geschlagen. Gemeinsam hatten sie die brennende Legion bekämpft. Sie hatten Archimond besiegt. Wenn sie nicht vor ihm flohen, würden sie von nichts und niemandem fliehen. Tief empfundenes Entsetzen breitete sich in Gul'dans Geist aus. Er stand auf einer einzigartigen Welt voller Kreaturen, die noch hartnäckiger waren, als der Erzmagier es war. Gul'dan würde sie alle bekämpfen müssen. Allein. Ohne einem Meister zu dienen. Aber allein. Gul'dan konnte seine neue Macht nicht einschätzen. Doch ihre konnte er bemessen. Er stand lange im Grab, in Gedanken versunken, berechnend. In der Kammer fielen Steine. Khadgar drückte sich durch das Loch und zog sich nach innen. Marjev folgte ihm, ihre Schattensichel erhoben, bereit anzugreifen. Gemeinsam liefen sie ihm entgegen. Gul'dan sah nur zu. Sie griffen an, er wischte sie beiseite, ohne einen Finger zu krümmen, und sie wurden durch die Kammer geschleudert. Marjev vollführte eine Drehung in der Luft und kam in geschmeidiger Hocke an der Wand zum Halten, während Khadgar einfach aus der Luft zurück auf den Boden blinzelte und mit Leichtigkeit landete. Sie versuchten es noch einmal. Diesmal musste Gul'dan sich tatsächlich bewegen. Marjevs Klinge verfehlte seine Kehle nur um Haaresbreite.
Khadgar ließ Eis herabregnen. Gul'dan klatschte in die Hände. Mauern aus grünem Feuer prallten aufeinander. Sie hätten Khadgar zerquetschen sollen wie einen Käfer. Stattdessen befreite er sich mit einem Sprung. Und da war wieder Wächterin Schattensang und versuchte, ihn zu zerlegen. Er griff nach ihr und versuchte, ihr die Seele aus dem Körper zu reißen. Aber da war auch Khadgars Macht und leitete Gul'dans Stärke um, bis sie sich zurückziehen konnte. Helft mir, es zu verstehen! Gul'dans Stimme klang seltsam ruhig, selbst in seinen eigenen Ohren. Wieso kämpft ihr? Hier könnt ihr nichts als den Tod erreichen! Dann tötet uns, wenn ihr es könnt! Spuckte Khadgar. Schattensang stemmte sich auf die Füße und schlug ihre Klinge zweimal gegen eine Säule, eine wortlose Geste der Zustimmung. Gul'dan hatte keinerlei Zweifel, dass er beide töten könnte, doch sie sollten bereits tot sein. Ihr störrischer Widerstand war genau das, was ihn auf dieser Welt erwartete, wieder und wieder. Khadgar und Schattensang waren nur die ersten von vielen. Ich kann sie nicht alle allein besiegen. Gul'dan würde diese beiden töten können. Oder er könnte der brennenden Legion gehorchen. Er schloss die Augen. Mit einem Stöhnen ließ Gul'dan seine wunderbare Macht aus seinen Händen gleiten. Kel'jeden erfasste sie und schickte sie geradewegs in das Grab. Die Wände leuchteten noch heller auf. Sie glichen der Mittagssonne. Gul'dan spürte seinen Verlust empfindlich. All diese Macht verloren. Das Grab benutzte sie nicht nur, es verschlang sie. Entsetzliche Geräusche, überwältigende Geräusche, ohrenbetäubende Geräusche kündigten die Entstehung einer Brücke an, die zwei Welten verband. Plötzlich war der Weg frei. Luft rauschte aus einer anderen Existenzebene in die Kammer und brauste wie ein Orkan hindurch. Khadgar und Marjev ließen sich zu Boden fallen und hielten sich fest. Dann hörte er die vertraute Stimme. Gut gemacht, Gul'dan. Ihr habt in der Tat den Weitblick, den ich mir erhofft hatte. Kel'jedens Worte rasselten nicht mehr durch seinen Kopf. Das mussten sie nicht mehr. Gul'dan spürte etwas Neues bei der brennenden Legion. Vertrauen. Das Gefühl war schwindelerregend. Was soll ich tun? Fragte Gul'dan. Schaut, seht, was euch zufallen wird. Kel'jeden zog Gul'dan hindurch, damit er die Pracht der Legion betrachten konnte. Licht ergoss sich in die endlosen Schatten und erleuchtete die Ränge einer Armee, die sich bis über den Horizont erstreckte. Sie war bereit, sie war es immer gewesen. Aber nie zuvor war der Weg vor ihnen frei gewesen, nicht so wie jetzt. Wirbelnde Macht lockte sie in eine andere Welt und sie gehorchten freudig. Das ist mehr, als ich mir erträumt hatte, flüsterte Gul'dan. Es ist der Anfang von Azeroths Ende. Und da war es, Azeroth. Gul'dan stand davor, während die Heere der brennenden Legionen vorwärts strömten, unablässig vorwärts. Bald würde er sich ihnen anschließen. Nicht als Diener, als Anführer. Khadgar schlug das Herz bis zum Hals und übertönte so seinen Albtraum, der zum Leben erwacht war. Weiter, Marjev! Rief er im Laufen. Sie hielt Schritt, antwortete jedoch nicht. Es gab nichts mehr zu sagen. Die brennende Legion ist hier. Gul'dan war vor ihren Augen verschwunden und sofort hatten andere seinen Platz eingenommen. So viele andere. Khadgar und Marjev war nichts übrig geblieben, als zu fliehen. Die Legion war ihnen bereits auf den Fersen. Khadgar wagte es nicht zurückzublicken. Die Wände um ihn herum schimmerten und bröckelten. Irgendwie hatte Gul'dan es geschafft, direkt unter Khadgars Nase die 5 Siegel zu zerstören und das schlummernde Portal war erwacht.
Ich kann die Siegel nicht wieder aufbauen, dachte Khadgar verzweifelt. Er konnte sich die Macht, die dazu nötig wäre, nicht einmal vorstellen. Also lief er. Durch eine Tür vor ihnen strömte Sonnenlicht. Marjev erreichte sie zuerst und bog nach Norden ab. Ich gehe zurück in die Kammer. Lockt ihr sie weg! Khadgar schwenkte nach Osten. Viel Glück, Wächterin. Kämpft und sterbt gut, Erzmagier! Er breitete die Arme weit aus und schwang sich als Rabe in die Lüfte, während er Magie in grelles Licht und Töne kanalisierte. Sie erfüllte ihren Zweck. Ein Chor aus Schreien brach hinter ihm aus. Er riskierte einen Blick zurück. Auf dem Boden wimmelte und schwärmte bereits die Vorhut einer Armee, die alles erobern wollte. Der Himmel verfinsterte sich, verborgen hinter einem sich ausbreitenden Turm aus grünem Rauch, der von der Insel aufstieg. Dort sah er eine vertraute Gestalt. Gul'dan schwebte inmitten des Flammenmeers. Sein Gelächter bildete das Geleit für die Schrecken, die er entfesselt hatte. Er zeigte auf Khadgar. Schwärme geflügelter Dämonen eilten sich, ihm zu gehorchen. Khadgar mühte sich, schneller zu werden. Die Truppen der Legion würden ihn unermüdlich verfolgen. Das könnte Marjev und ihren Behütern die Zeit verschaffen, die sie brauchten. Vielleicht auch nicht. Aber sie war zurückgekommen. Es war ein kleiner Sieg inmitten solcher Niederlagen, aber doch ein Sieg. Er fand einen Luftstrom und ließ sich von ihm durch den Himmel tragen. Es ging nicht mehr um Marjev oder Khadgar, nicht einmal um Gul'dan. Es musste eine Möglichkeit geben, die Legion aufzuhalten. Khadgar hatte versagt, er brauchte Antworten, er brauchte Hilfe. Wenn er hier blieb, könnte er nur sterben. Also flog er weiter. Die Dämonen zeigten keine Ermüdung, selbst dann nicht, als er über das offene Meer segelte und die verheerten Inseln weit hinter sich ließ. Er würde die Kirin Tor warnen, die Allianz und die Horde, alle. Sie würden dem Ruf folgen, wie Marjev es getan hatte. Das musste er glauben. Der große Albtraum nahm seinen Anfang und niemand auf Azeroth würde allein daraus erwachen können.